Oh yeah, Dakuma ist gehypt und ich hoffe, ihr seid auch gehypt. Willkommen zurück zu Pokémon Rüstung. Wir sind hier in dieser kleinen Höhle stehen geblieben. Ich zoome mal ein bisschen raus. Kann man rauszoomen? Ne, hier kann man nicht rauszoomen in der Höhle. Ah doch, ich bin schon rausgezoomt anscheinend. Okay, weil die Kamera ist halt ein bisschen kacke manchmal. Ist normal. Da ist ein neues Diktar, was wir gefunden haben. Und ich weiß gar nicht, wo es lang geht. Ich würde sagen, wir gucken uns einfach mal ein bisschen in dieser Höhle um. Und die Kamera ist gerade echt ein bisschen kacke, weil man sieht irgendwie nichts. Ein Wunschbrocken, alles klar. Und was gibt es hier noch so? Hier gibt es nochmal so ein paar Nester. Dick, dick. Nice. Hier ist nochmal einer. Okay, hier ist ein Tem. Verhöhner. Nee. Verhöhner ist echt nicht so meins, muss ich sagen. Das benutzen wir nicht. So, fahren wir weiter. Nur wo lang fahren. Oh, das liegt da. Da fangen wir lang. Zum Dick da. Wenn ich's. Bitte. Sprich doch das Dick da an. Oh Gott. Ja, da, Dick. Steuerung ist manchmal echt kacke, muss man sagen. Aber gut. Wollen wir hier lang? Ich glaube, wir wollen hier lang. Ach, kacke. Dem. Bin mir gerade echt nicht sicher, wie wir durchkommen sollen. Aber wir haben heute vor, alle Orte zu. Also auf jeden Fall auf allen. Wie sage ich's? Wir wollen alle Orte erforschen. In diesem. Inselleben. Was auch immer. Dick, 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 dick! Ein Digger gibt's hier noch. Das ist aber gerade für uns Nebensache. Ringbucht. Ich hoffe, wir sind hier richtig. Yes, wir sind hier richtig. Hier sollen wir lang. Alles klar, wir sind richtig. Hey, Michael, du musst ja einfach diese wunderschöne Landschaft ansehen. Möchtest du den Ausblick vielleicht zusammen mit Dakuma genießen? Ja, möchte ich gerne. Wow! Oh, wie toll, da liegt Müll rum. Oder was auch immer das ist. Toll. Du verstehst dich jetzt blendend mit Dakuma. Davon kannst du stolz dem Meister berichten. Zusammen mit einem Pokémon sieht jede Landschaft gleich viel strahlender aus. Ja. Vielleicht können wir uns gleich hier hin tippen sogar. Hier ist ein Diktar. Okay. Hier glitzert was. Hier glitzert überall was. Hier gibt es Sankabu. Cool. Sankabu ist ein echt cooles Pokémon, muss ich sagen. Lol, hier gibt es einen Zweig. Hätte ich das gewusst. Ich hatte tatsächlich Probleme, einen achten Zweig zu finden. Das habe ich gar nicht gesagt, aber das war bei mir tatsächlich wirklich so. Und ich habe es irgendwie durch Glück noch gefunden. Kann man hier rein? Irgendwie muss man doch jetzt Wasser können. Kann man nicht hier durch? Doch, hier kann man durch. Und da ist das letzte Dick da. Zack. Da? Ja, da bist du. Die nehmen alle Dick das in der Tapferkeitshöhle. Ihr Founern. Oh yeah. So, wir gucken mal. Ah, das sind Holzstämme, glaube ich. Ne? Oh, ein Tem. Psychoschock. Das wollen wir doch gleich mal lernen, würde ich sagen. Weil. Psychoschock ist echt gut, finde ich. Du kriegst das. Unbrauchbar danach. Oh oh. Nee, dann nicht. Dann lieber nicht. Wenn die danach unbrauchbar ist und eh weniger Damage macht, dann vielleicht doch lieber nicht. Hm. Da steht jemand rum, aber wahrscheinlich nur diese Buddelbrüder. Geschwister, meine ich. Was auch immer das hier ist, das gucken wir uns ein andermal an. Wir fliegen. Garados ist ein bisschen klein, habe ich das Gefühl. Sollte es nicht größer sein? Aber wir fliegen auf jeden Fall jetzt erstmal wieder zu einem anderen Punkt. Es gibt nämlich hier in der Kämpfergrotte noch was. Beim Pfad der Prüfung und bei der Wüstensenke. Ich würde sagen, wir machen die Wüstensenke als erstes. Weil die haben wir sogar, glaube ich, schon mal betreten, soweit ich weiß. Gibt es hier vielleicht jetzt endlich mal wieder Dünnerpilze? Nein, sieht nicht so aus. Schade. Oh! Hey.
Hey, Michael, du musst ja einfach diese wunderschöne Landschaft ansehen. Alles klar. Wow! Sand! Boah, cool! Geil! Ne, Dakuma, das war voll geil, ja. Er freut sich. Wenn er sich freut, dann freue ich mich auch. Doppelte Freude ist geteilte Freude. Oder andersrum. Ein Heißorb. Aha. Gibt's nicht irgendwo eine Höhle? Wow! Als ob sie Rihornio gibt. Ja, moin. Das ist krass. Okay, da kommen wir her. Oh, Rihorn, hi. Ja, ist klar, dass es Rihorn gibt, wenn es sich Rihornio gibt. Nee, jetzt mal wirklich, wo geht's denn irgendwie weiter? Ich bin gerade ein bisschen verwirrt. Wo ist Wildergate? Wie kommen wir denn da hin? Durch jene Höhle? Ich schätze mal, hier gibt es einen Höhleneingang, der uns dann zu den beiden Orten führt, I guess. Wir finden es heraus. Aber warum konnte man nicht von Anfang an mit dem Pokémon rausgehen? Oh, ich hätte so gern gesehen, mit einem Memion rauszugehen. Ich würde alles tun, das zu sehen. Och man. I am sad. And disappointed. But now I'm happy because it works finally. Ja, juhu. Kämpfergrotte. Hey! Hey Michael, du musst dir einfach diese wunderschöne Landschaft ansehen. Okay. Eine Höhle! Boah, wie cool! Nice! So, ein Ort noch. Und ich glaube, wenn wir hier rüberfahren, sollten wir schon zum Ort kommen, oder? Moment, hier müssen wir das glitzern. Ja, Sternschaft, wir können so viel verkaufen. Wo sind wir jetzt hier? Fleißebene. Sollen wir hier hin? Ich schätze mal, dass wir dann da hochkommen. Ich weiß halt nicht, ob ich hier schon hoch sollen, weil das ist eigentlich für, wenn wir Dakuma entwickelt haben, die Türme. Ah, doch, jetzt sollen wir. Okay. Hey, Maike! Geile Landschaft, ne? Ja. Dieser Turm. Ah! Wow! Kein Turm, sondern diese Landschaft. Und da ist das Dojo. Episch. Gut, damit haben wir alle Orte gesehen. Ich werde mal ganz kurz mein Dakuma ein bisschen leveln. Oh, wenn ich jetzt wüsste, wo die Items sind. Hier müssen die sein. Oder? Nein. Oh Gott, bin ich. Hier sind sie auch nicht. Wo sind die Items? Trainingstasche. Doch, hier ist es. Gib ihm mal 10 Stück. Nice. Nahkampf zu erlernen, meinem Freund. Nee. Lieber nicht. Power Punch. Oh, das ist eine gute Attacke. Das ist echt eine gute Attacke. Ist aber nur eine gute Attacke. Moment. Anwender konzentriert sich, bevor er angreift. Wird er vorher getroffen? Ist die Attacke erfolglos? Nee. Oder? Ich nehme sie mal rein. Weil ich möchte keinen Kopfnuss haben. Aber ich weiß nicht, ob ich es benutzen werde. Gib ihm machen mal 5 Stück, glaube ich. Würde es reichen. Ah, natürlich nicht. Gib noch einen. Das ist nicht in Ernst. Nö, da verschwende ich nicht so ein anderes. Ich nehme mir so ein kleines Ding. Ich habe doch noch so kleine Dinger, ne? Da. Nice. Achso, es gibt... Boah, wie viele Level auf einmal. Okay, das war jetzt nicht geplant. Naja, egal. Bist hochgelevelt, kleiner Dakuma. Jaha! So. Ich kann nicht, was das für ein Geräusch war. Sorry. Aber wir fliegen auf jeden Fall jetzt hierhin zurück. Und... erstatten Bericht. Hoffentlich entwickelt es sich an.
Ich hoffe wirklich, wirklich sehr, dass es sich entwickeln wird. So, wir gehen mal ein bisschen Watt nochmal ab. 10k. Yay, Getränkeautomat! Ja, hallo? Spreche ich mit jemandem von Makrokosmos Lifestyle? Mein Name ist Enia, ich rufe aus dem Master Dojo an. Es ist so, ich würde in unserem Dojo gerne einen Getränkeautomaten aufstellen und... Ja, genau, so einer wäre gut. Sieht cool aus. Ah, nichts geht über einen kalten Schluck Wasser. An diesem Getränkeautomat zahlst du wie viel weniger als üblich. An deiner Stelle würde ich also bis an mein Lebensende nur noch an diesem Automaten Getränke kaufen. Bisher haben wir nur Tafelwasser im Angebot, aber das ist trotzdem ein Gewinn für unser Dojo. Die gute Nachricht ist, dass wir einfach nur mehr Watt brauchen, um die Auswahl zu vergrößern. Ja, okay. Ich muss dann halt ein bisschen offscreen farmen, wenn ich das will. Mal schauen, ob ich das mache. Unser Pokémon geht allen gut. Sind alle schön hochgelevelt. Was? Ponys nicht hochgelevelt? Moment. Da müssen wir aber nochmal ein bisschen was fix regeln. Okay, das hat nicht viel gebracht. Bodycheck? Bin ich so ein Fan von Bodycheck. Scrollen kurz ein bisschen runter. Zu unserem Lieblingsitem. In den letzten paar Folgen. Das EP-Bonbon L. Nicht du. Du. Zack. Level 60. Na, ganz knapp. Zauberschein. Definitiv. 100 Pro. Sehr gute Attacke. Agilität weg. Auch wenn Agilität eigentlich sehr gut für Galoppe ist. Egal. Haben wir es weggemacht. Ist egal. Psychokinese. Ist es besser, Psychstrahl? Das Ziel wird mit Klingen attackiert, die aus Psychoenergie besteht. Holt einfach Klote. Ich mach mal Psychoklinge weg, würde ich sagen. Für normale Attacken haben wir ja nämlich dann Pony. Eins gebe ich dir noch. So, Level 60. Alles klar, wir sind alle im 60er Bereich. Wir speichern das kurz ab. Sehr Heldentat, muss man abspeichern. So, let's go. Na, lass mich doch mal sehen, wie es mit dir und Dakuma so läuft. Kuma! Fantastalionisch. Fantastalionisch, ihr seid ja echt ein Herz und eine Seele geworden. Dakuma ist an deiner Seite prächtig gediehen. Saubere Arbeit. Ja, ich glaube, ihr seid bereit. Folgt mir bitte, ihr beiden. Hopp, hopp. Können wir es jetzt entwickeln? Wollen wir ihm nicht folgen? Okay. Hallo, Meister. Was für ein schöner Tag zum Flanieren. Puh, da wären wir. Hier sieht's gut aus. Also, Maiko und Dakuma, wenn ihr wirklich stärker werden wollt, dann spitzt mal schön die Lauscher. Austragungsort dieses eigens für Dakuma konzipierten Trainings sind die Türme der zwei Fäuste. Die Türme der zwei Fäuste? Beim blauen Turm handelt es sich um den Turm des Wassers. Der rote hingegen trägt den Namen Turm des Unlichts. Der Haken ist, ihr müsst euch für einen der Türme entscheiden. Die Wahl des Turms wird sich nicht nur auf Dakumas zukünftigen Kampfstil, sondern auch auf seinen Typ auswirken. Deshalb solltest du dir gut überlegen, welchen der zwei Türme ihr in Angriff nehmen wollt. In beiden Türmen erwarten dich 5 Etagen und 5 Trainer, die es faustdick hinter den Ohren haben. Du solltest Dakuma also gut trainieren und dadurch im Level aufsteigen lassen, bevor du dich an diese Herausforderung wagst. Und um die Türme der zwei Fäuste zu erreichen, musst du den Fokushorst durchqueren. Oder du nimmst die Abkürzung und saust mit deinem Fahrrad über den Fluss. Ich freue mich schon darauf, euch auf einer der Turmspitzen zu treffen. Das wird spitze. Und wie ist das so schnell auf den Turmspitzen dann? Oh yeah! Wir schaffen das, Dakuma. Welchen der beiden Türme werde ich wählen? Das seht ihr in der nächsten Folge. Spaß, sehen wir schon heute. Wir werden für Pokémon Schild den blauen Turm nehmen. Ein Wasser-Pokémon wird das dann. Statt Unlicht. Ich könnte auch einen Kampf Unlicht-Pokémon nehmen, was zwar ganz cool wäre. Aber ich habe mich für dieses Let's Play entschieden, ein Wasser-Pokémon rauszumachen. Heißt, Inteleon kommt dann endlich raus. Und wir haben Platz für ein weiteres Pokémon.
Welches es sein wird, mal schauen. Ich weiß es selber noch nicht. Ich weiß es wirklich gerade noch nicht. Ich wollte irgendwas sagen, aber ich habe keine Ahnung, was ich sagen wollte. Lass irgendwas glitzern. Komm, gib her. Stinkerlauch. Nice. Hier gibt es mal Pekko. Ein Item. Flächenzink. Und da ist der Turm, Leute. Das ist ein Driftzeppeli. Das ist cool. So, guck mal. Zack. Was bist du hier? Nö. Ich lasse mich nicht wieder scammen von dir. Alles klar. Hier sind wir also angekommen. Da ist der Turm. Ging schnell. Leider ist die Insel ein bisschen klein, aber hey. Der DLC ist bisher echt cool, muss ich sagen. Also ich würde schon sagen, dass sie sich bei dem DLC Mühe gegeben haben. Halt, es ging besser natürlich, aber trotzdem nice. Und Aquadurchstoß haben wir bekommen. Ist, glaube ich, eine sehr starke Wasserattacke, die einem eine Runde auswarten erwarten lässt, glaube ich. Irgendwie so, glaube ich, ist das, oder? Der Anwender greift das Ziel mit der Kraft des Wassers an, senkt eventuell die Verteidigung des Ziels. Nee, ist was ganz anderes, aber ist tatsächlich besser, als ich dachte. Wäre was für Gift, Bro. Und Inteleon. Aber Inteleon kommt jetzt erstmal raus. Den machen wir, den mache ich ja dann offscreen ein bisschen. Nachdem ich das jetzt bald durch habe, trainiere ich erstmal ein bisschen alle wichtigen. Und hier sind wir, beim blauen Turm. Ich hoffe, ich bin hoch genug gelevelt. Sonst wäre blöd. Soll ich da noch irgendwas geben? Nee, der ist ja schon Level 60 oder sowas. Also würden wir wirklich die anderen Pokémon nicht benutzen? Hallo Michael, der Meister hat mir schon Bescheid gegeben. Dies ist der Turm des Wassers. Er dient allein dem Training deines Darkumas. Solange es nicht das einzige Pokémon in deinem Team ist, kann ich dir keinen Zutritt gewähren. Echt jetzt? Ist das... Och. Game, why? Warum muss ich jetzt... Wir sehen uns gleich wieder. So, da bin ich wieder. Und jetzt können wir anfangen. Dies ist der Turm des Wassers. An diesem Ort kann Dakuma die geheimen Künste des Wassers erlernen. Hat Dakuma mindestens Level 70 erreicht, sollte es als Training problemlos abschließen können. Wenn du den Turm betrittst, kannst du ihn erst wieder verlassen, sobald du die 5 Trainer bezwungen hast, die darin auf dich warten. Oder nachdem du selbst besiegt wurdest. Zudem bleibt dir durch das Betreten eines Turms der Zugang zum anderen auf ewig verwehrt. Also willst du den Turm des Wassers betreten, um die Künste des Wassers zu erlernen und denen das Unlicht zu entsagen? Wasser oder Unlicht? Ja, ja. Level 70 hat er gemeint. Okay, dann gebe ich doch nochmal ein paar Level-Ups, to be honest. Habe ich gerade doch ein bisschen Schiss bekommen. Meine ganzen Bonbons gehen weg, aber fürs Let's Play mache ich das. Sonst ist das ja so langweilig alles, ne? Zack, Level 71 reicht. Passt. Let's go. Yes. Wir wollen es tun. Let's go. Deine Entscheidung fällt also wirklich auf den Turm des Wassers? Jawohl, ja. Du wirkst sehr entschlossen. Dann mal viel Erfolg. Kein Kampf Unlicht, sondern Kampf Wasserpumpe, mach mal. Bist du bereit? Ja. Okay. Regentropfen verschmelzen zu einem Fluss und kehren so irgendwann ins Meer zurück. Der ewige Kreislauf des Wassers wird dich verschlucken. Oh, neues Vieh. Ich habe tatsächlich Angst, weil ich weiß nicht, wie stark die sind. Okay, die benutzen Wasserpokémon. Okay. Ja, dann werden wir wahrscheinlich den ganzen Unlicht-Pokémon benutzen. Die benutzen nur Wasserpokémon. Anton ist jetzt kein starkes Pokémon. Auch nicht auf dem Level. Sollte also passen. Wenn ich es mit Durchbruch zerschlage. Oh, was? Es lebt noch? Oh, oh, Konvulsion. Das wird ein Problem. Mhm. Aber ich habe Eier-Items. Sollte passen. You going down! Nice. Sieht ganz so aus, als wäre ich stattdessen von deinem Talent verschluckt worden. Tja. Das Theme ist aber echt nice und es läuft immer noch. Wirklich beeindruckend, du darfst dich auf die nächste Ebene begeben.
Hast du es gehört, Dakuma? Du wirst dich bald entwickeln. Du bist bald ein riesengroßes Bärchen, Panda, was auch immer du bist. Bist du ein Panda? Auf jeden Fall ein Bärchen. Kleines Bärchen. Kung Fu Panda. Egal, ob rund oder eckig, Wasser passt sich immer der Form seines Gefäßes an. Genauso passe ich mich auch meinen Gegnern an. Gleich wird es dir den Atem verschlagen. Das wollen wir ja dann erstmal sehen, du. Ich glaube, den Anzug. Guck mal, wie der da tanzt. Ich glaube, den Anzug hätte jetzt mehr gepasst, dieser gelbe Anzug. Das Dojo-Outfit. Naja, ist ja auch egal jetzt. Dum, 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 dum. Gehst down, boy. Bam. Ha. Das ist die Macht der Freundschaft, die du da siehst, mein Freund. Bam. Okay, die Kämpfe sind wirklich einfach. Ich hatte gar keine Gelegenheit, mich deinem Kampfstil anzupassen. Tja. Passiert, ne? Wirklich beeindruckend. Du darfst dich auf die nächste Ebene begeben. Dakuma, du bist nicht mein Nickelmann. Voll geil, ey. Let's go. Alle Ebenen sehen gleich aus. Einfach Copy-Paste. Gut gemacht, Game Freak. Selbst gewaltige Steine können dem steten Niederprasseln zahlloser Regentropfen nicht standhalten. Glaubst du, dass dein Wille die steten Angriffe meiner Wassertropfen überstehen kann? Ja. Haben die wirklich nur pures Wasser, Pokémon? Alle? Ja, haben die alle, okay. Süßes Meryl. Wickel es doch zum Azumarill. Ist immer noch nur Wasser. Hätte jetzt mehr Sinn gemacht, finde ich. Ha. Das wird wohl nix. Machen wir mal Eisenschädel. Ich glaube, das macht mehr Damage jetzt. Oh, oh, Wasserdüse. Wie viel Damage? Nicht viel, aber ich muss gleich mal heilen, glaube ich, nach dem Kampf. Obwohl, Leben am Limit. Ich darf hier eher anfangen. Zack. Ja, nichts, was ich habe, ist effektiv. Ist aber okay. Das war schon der dritte Kampf von 5. Wir werden uns bald entwickeln. Deine Wassertropfen gleichen mehr einer Hydropumpe. Tja. Wirklich beeindruckend. Du darfst dich auf die nächste Ebene begeben. Aber ich weiß jetzt nicht, wie diese ganz normalen Kämpfe mir jetzt einen Wassertypen geben. Für meinen Dakuma. Setzt man Wasser großer Kälte aus, gefriert es und wird zu Eis. Bei Hitze hingegen verdampft es und es wird eins mit der Luft. Somit ist Wasser imstande, seinen Namen und seine Gestalt nach Belieben zu ändern. Schaffst du es, seine wilde Natur zu bändigen? Ich glaube, ohne ich wäre interessanter gewesen mit den Texten. Oh, Quapuzzi. Nice. Die Pokémon-Auswahl gefällt mir. Weiß gar nicht, was stärker ist. Oh oh, Schutzschild. Ich hätte Durchbruch machen sollen. Ich Idiot. Durchbruch ignoriert sowas. Ach, bin ich blöd. Ich setze jetzt natürlich ein. Ah, es trifft mich nicht. Nice. Der Graf mit der Macht der Freundschaft. Komm, mach doch dein Schutzschild. Macht er nicht. Mach Whirlpool. Will mich unbedingt im Whirlpool drin haben. Ich würde überlegen, vielleicht sollte ich lieber heilen. Ich glaube, ich heile lieber. Am Ende bereue ich sonst. Ja, ich heile mich lieber. Weder Hitze noch Kälte können an deiner Stärke rütteln. Tja. Lassen, ne? Wirklich beeindruckend, du darfst dich auf die nächste Ebene begeben. Dort wirst du bereits von jemandem erwartet. Oh, ist das dann der letzte Kampf schon? Oh mein Gott, Dakuma! Hi! So, erstmal heilen. Hypertrank, denke ich mal, sollte gut sein. So, zack. Let's go, let's go, let's go, let's go, let's go! Oh, langsame Animation. Und die Musik hört auf. Hohoho. Wir kämpfen gegen unseren Meister, Maastricht. Bereit? Okay. Here we go! Da bist du ja endlich. Ich dachte mir, dass du den Turm des Wassers wählen würdest. Da kam ich gleich her.
Hut ab, Mike und Dakuma, ihr habt saubere Arbeit geleistet. Kuba! Doch euch steht noch ein abschließender Kampf bevor. Und zwar gegen mich. Zur Abwechslung werde ich meinen Gegner mal mit Samthandschuhen anfassen. Ach so. Ich habe Fü gelesen, aber nee, Samthandschuhen. Okay, sorry. Also zieh dich warm an. Fisch-Pokémon meiden einen allzu klaren Fluss, der nicht den Schutz der Dunkelheit bietet. Ich werde dir jetzt zeigen, was wirklich hinter den geheimen Künsten des Wassers steckt. Dojo Meister Master, ich fordere dich heraus! Mit einem Hyperball. Sein einziges Pokémon ist auch Dakuma? What? Gegen dich bleibt mir nichts anderes übrig, als ernsthaft ernst zu machen. Gut, schärfe deine Sinne und nutze den Kampf, um dich weiterzuentwickeln. Oh mein Gott. Ich setze Konter ein. Sieh zu und staune, Michael, das ist das wahre Potenzial von Dakumas Fäusten. Okay, greift mich, glaube ich, an, ne? Nein, Aeroass! Alter, was? Wie viel Damage? Jo! Der Konter war die richtige Entscheidung. Aber kann er bitte keine Flugattacke mehr einsetzen? Okay. Dann greif mich zumindest nicht an. Okay, let's go. Durchbruch. Yes, der Anfang. Wir haben gewonnen. Boah. Der Kampf hätte viel schlimmer ausgehen können, ne? Dann echt Glück. Nice. Da guck mal, das ist tatsächlich eins meiner stärksten Pokémon jetzt gerade. Und jetzt wird sich entwickeln. Und zu wirklich eins der besten Pokémon werden. Einfach überwältigend, wie schnell die jungen Leute sich weiterentwickeln. Unglaublich. Ihr seid zwei wahrhaftig krasse Kämpfer, yo. Ich hab's nicht lesen können, war zu schnell weg. Oh yeah! Yeah! Ja, du bist cool. Jo, ich will mich entwickeln. Echt? Cool, mach mal. Ja, Moment. Erstmal Story. Okay. Wusste ich's doch, dass ich mich auf dich verlassen kann, Maike. Prächtig, prächtig. Wenn ich sehe, wie toll du Dakuma trainiert hast, geht mir das Herz auf. Vor langer Zeit hat sich mein damals bester Schüler auch an diesem Training versucht. Sein Name war Deleon. Leider hat ihm sein miserabler Orientierungssinn einen Strich durch die Rechnung gemacht. Er hat es nicht einmal bis zum Turm geschafft. So, jetzt ist es aber Zeit für Dakumas Entwicklung. Zeig ihm doch bitte mal die Schriftrolle des Wassers. Dakuma, bist bereit? Das ist ein Ja. Komm her. Dakuma, komm her. Das ist die Schriftrolle des Wassers. Möchtest du Dakuma die Schriftrolle des Wassers zeigen und bei ihm die Entwicklung auslösen? Nö. Doch, ja, natürlich! Dakuma! Kuma! Kann ich jetzt B drücken? Ich lass es lieber. Dakuma wurde zu Wulauzu. Achso, Wulauzu war die Weiterentwicklung. Ich dachte, das wäre der englische Name von Dakuma. Nein, aber wir haben einen Wulauzu. Aber wie ihr seht, ist es im Wasser-Style. Das Unlicht-Stil wäre ein bisschen... Wäre vom gleichen Aussehen, aber hat ja andere Animationen, glaube ich. Nice. Es ist darauf spezialisiert, Gegner mit vielen Treffern zu besiegen, indem es wie ein reißender Fluss Schläge auf sie niederprasseln lässt. Ja?
der Wassertyp gibt ihm so ein Multi-Hit-Attacke. Und der Unlicht-Typ gibt ihm so ein One-Punch-Man-Attacke. So. Ein One-Hit-KO so gesehen. Aber ich habe mich für den Fließenstil entschieden, wo er mehrmals in einem angreift. Wodoso versucht, Trefferschwall zu erlernen. Das ist also die Attacke. Dummer Name im Deutschen. Der Anwender hat den Stil des Wassers gemeistert und führt mit fließenden Bewegungen 3 Angriffe in Folge mit Volltreffergarantie aus. Es ist eine schwache Attacke, aber wie ihr schon gelesen habt, hat es eine hohe Volltrefferquote. Und dreimal hintereinander, das ist nice. Und das werden wir hundertprozentig für Power Punch erlernen. Oh, ich bin so glücklich. Yes. Da-da-dum. Siehe und staune vor dir steht Wulauso in all seiner Pracht. Eine unbeugsame Rüstung, an der selbst die härteste Klinge entzwei bricht. Der fließende Stil des Wassers in seiner vollendeten Form. Kaum zu glauben, dass es sich als kleiner Racke immer ängstlich hinter mir versteckt hat. Was für eine Veränderung. Egal wie viele Jahre man schon auf dem Buckel hat, es ist doch immer etwas Bewegendes, jemandes Entwicklung so nah mitzuverfolgen. Vielen Dank, Maike und Wulauso. Huch, da hätte ich doch um ein Haar etwas Wichtiges vergessen. Hier für dich, das überreiche ich nur jenen, die gegen mein wahres Ich gekämpft haben. Die Ligakarte von Maastricht. Okay, so, es wird Zeit, zum Dojo zurückzukehren. Wie cool es ist. An ihrem Talent gibt es nichts zu rütteln. Dann ist es wohl so langsam an der Zeit. Okay. Und das war's? Ja? Moment. Das war der DLC? Das war's jetzt, oder wie? Warte, ihr könnt mir jetzt... Oh Gott, wie es mich verfolgt. Ich hab mich gerade ein bisschen erschrocken, dass es auf einmal gerannt ist. Ihr könnt mir jetzt nicht sagen, dass das der DLC war. Moment. Hopp? Hey, Maike, willkommen zurück. Du scheinst bei deinem Training hier im Dojo ja richtig ranzuklatzen. Was machst du denn hier, Hopp? Hehe, diese Reaktion gefällt mir, so kenne ich dich. Ich bin wegen Nachforschungen zum Dynamax-Phänomen für eine Weile auf der Rüstungsinsel. Hoho, ihr zwei seid also befreundet. Dieser quirlige junge Mann hat mich gerade gefragt, ob der auf der Rüstungsinsel campen darf. Was ich natürlich prompt abgelehnt habe. Warum sollte er draußen campen müssen, wenn er auch hier im Dojo übernachten kann? Das wäre mir natürlich eine große Hilfe, aber ich will niemanden Umstände machen. Bei uns im Master Dojo ist jedermann jederzeit willkommen. Und als Delions kleiner Bruder gehörst du sowieso quasi zur Familie. Stimmt, als er jünger war, hat Delion in diesem Dojo trainiert. Gut, sie haben es so gewollt, dann werde ich doch eine Weile hier bleiben, Meister Maastricht. Jawohl, ja, dann sind da noch mal dufte Neuigkeiten. Je mehr hier los ist, desto lustiger wird es. Übrigens, Maike, ich wollte dir noch etwas zu Dakuma oder eher zu seiner Entwicklung wohl auch so erzählen. In diesem Pokémon schlummert das Potenzial zu Giga-Dynamaximierung. Bei Dünnerpilzen rollen sich ihm allerdings vor Ekel die Zehennägel auf, deswegen ist es keine Dünnersuppe. Aber wenn man der Suppe ein gewisses Etwas hinzufügt, das man hier auf der Rüstungsinsel finden kann, ändert sich das. Dieses Etwas ist... Was ist es? Es ist... Ich hab's vergessen. Was? Das gibt's doch nicht. Das macht ja sogar noch mehr Spaß als bei Delion. Dieses Etwas, das Wulauso die Dynasuppe schmackhaft machen würde, hat etwas mit einem bestimmten Pokémon zu tun. Wo Hopp schon mal da ist, könnt ihr euch ja zu zweit Gedanken machen und danach suchen. Also dann haut rein, aber nicht zu doll. Alles klar. Läuft das Training hier immer so ab? Ich weiß zwar nicht ganz, worum es hier eigentlich geht, aber jetzt bin ich auch neugierig auf dieses Etwas. Übrigens habe ich in einem Buch mal was über Wulauso gelesen. Sie gehören der Kategorie Kung Fu an und leben in den Bergen einer weit entfernten Region. Gut zu wissen, Hopp. Ach, das war eben hängen geblieben. Ich beschäftige mich in letzter Zeit besonders mit Pokémon aus anderen Ländern. Jedenfalls, wenn ich mich recht erinnere, mögen Wulauso zähflüssigen Honig.
Maike, ich hab's! Honig gibt es nicht ohne Pflanzennektar, oder? Und wo gibt es Pflanzen? Im Wald! Ich werde dir helfen, schließlich hat das auch mit meinen Dynamax-Nachforschungen zu tun. Los, machen wir ein Wettrennen zum Wald hinterm Sumpfgebiet. Der letzte ist ein Lamus. Ah ja. Interessant. Ich weiß noch nicht, wie ich das schneiden werde. Vielleicht mache ich auch hier einen Cut. Vielleicht gab es auch schon einen Cut. Ich weiß es noch nicht. Aber auf jeden Fall kommt unser Team jetzt endlich erstmal wieder rein. Aber anscheinend war es das schon mit dem DLC. Sehr enttäuschend, muss ich zugeben. Dass es schon zu Ende ist. Also noch ist es nicht hundertprozentig zu Ende, ne? Aber... Also... Keine Ahnung, was ich sagen soll. Aber cool, wie uns Wulauso jetzt hinterher folgt. Ich weiß wirklich nicht, wie ich das mit der Aufnahme jetzt mache. Wir sollen auf jeden Fall zum Wald. Ich würde sagen, ich mache hier kurz für mich eine Pause. Vielleicht beendet ihr auch jetzt die Folge. Ja, hier ist übrigens noch die Ligakarte von Maastricht.